Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play TFT. Dieses Mal wieder auf den Testserver. Und wir versuchen einen Blick auf den neuen Champion zu werfen. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Hier sehen wir zum Beispiel auch schon ein paar neue Typen. Wir holen uns jetzt wieder. Genau, Chase ist zum Beispiel noch dazu gekommen. Und wer hat den Chase jetzt? Der da. Verdammt. Wo ist er? Hey, wieso kann ich jetzt nicht mehr klicken? Da ist er. Genau, er ist Shapeshifter und Hextech. Genau, Hextech ist die neue Klasse, sag ich mal. Und soweit ich weiß, genau, Camille ist noch dabei. Sie hat die Aura, beziehungsweise also das Feld. Und genau, ihr wisst alle, was das macht. Ich tue sie mal rein. Blade Master, Shapeshifter. Den mache ich mal rein. So. Also da ist auf jeden Fall noch eine komplett neue Fraktion dazugekommen. Und mal schauen, ob wir da noch ein bisschen mehr dazu bekommen. Noch mehr lernen über diese Art. Warte, Shapeshift, Hextech. Launches. Bomb. Okay, mal schauen, wie stark die Bomben sind. Genau, hier machen wir mal Fraktion auf. Und dann schauen wir mal, wie die so abgehen. Genau, Gunplay, Blademaster. Gunslinger und Blademaster zusammen. Gut, dann versuchen wir mal ein bisschen auf die Blademasters zu gehen. Gepaart mit Shapeshifter. Wäre, glaube ich, ganz cool. So, genau, hier zeigt es dann auch. Also ich war lange nicht mehr auf dem PBE-Server. Und hier wird auch aufgezeigt, wer sich jetzt, also wer jetzt Level up geht und wer nicht. So, ich bleib noch so. Ich bleib noch Level 3. Genau, ja, zum Beispiel wurde der disabled. Das ist natürlich super cool. Vor allem, ja, das ist ja dann eine starke, ein starker Counter zu den heftigen Items. Da bin ich mal gespannt. So, hier ist nochmal Blade Master. So. Wir könnten auch versuchen jetzt. Warte, den brauchen wir nicht. Die können wir benutzen. Ja, komm. Ich muss nicht. Entschuldigung. So, er ist ja auch schon Level 4. Hat jetzt Void und ja, wird gewinnen. So. Aber wir sind ja hier, um herauszufinden, was die Fraktion alles kann und wie stark sie ist. Das Update zu den okay.
Das Update zum also das Update mit den neuen, mit der neuen Fraktion wird wahrscheinlich nächste Runde kommen. Genau. Wir holen mal sie rein. Wir könnten auch mit ihr was machen, aber ja, nee, noch nicht. Noch nicht. Gut, also er ist schon Level 5 hoch. Genau. Wir verlieren jetzt wieder, das ist aber total in Ordnung. Also dann kommen wir nämlich hier als erstes dran, hoffe ich. Ja, wir kommen als erstes dran. Das heißt, wir können auf Shen gehen. Oder nein. Wir gehen auf Katharina. Weil, also hier hätten wir den dritten Blade Master. Aber ich will fürs Item gehen. Also was macht denn der da? Okay. So. Gut. Jetzt haben wir hier. So, das da will ich nämlich jetzt eigentlich ihm geben. Weil damit. Ja. Das will ich ihm geben. Ganzlinger ist auch eine Option. Camille habe ich gerade so noch geschafft, Level 2. Gut. Gut, also er hat Ritter, also Knight. Was ist denn das noch? Blade Master, genau. Blade Master und Hextech. Ich verkaufe die, weil auf meine Magier werden wir höchstwahrscheinlich nicht gehen. Also höchstwahrscheinlich heißt ziemlich sicher. So, jetzt haben wir den auch Level 2, das ist schon mal gut. Jetzt haben wir sie. Wir können jetzt auch Level aufsteigen und hier, jetzt haben wir Hextech und Shapeshifter. Das ist doch schon mal was. Dann versuchen wir jetzt eben auf Winning Streak zu gehen. Mal schauen, ob das funktioniert. So. Jetzt haben wir ihnen zum Beispiel beide Items genommen, was extrem krass ist. Also, da bin ich mal gespannt, ob der Chase wirklich carryen kann. Vor allem, was interessant ist, wenn jetzt die Hextech-Fraktion kommt, wird es sich nicht mehr lohnen, nur eine Figur zum Carry zu machen. Genau, hier ist die V oder Y. So. Genau, es wird jetzt nicht mehr genau, wegen den Counter eben, weil man eine Figur beziehungsweise später auch zwei Figuren kann man ja, disarmen. Also Items nehmen und da wird es ja auch nicht mehr bringen, nur einen oder nur zwei zum Carry zu machen, sondern die Items gut zu verteilen. Das wird auf jeden Fall nochmal sehr interessant. Gut. Hier haben wir auf jeden Fall unseren nächsten Blade Master.
Auf der Bank. So, ich habe keine Ahnung, was das gerade für ein Schrei war. So, hier ist nochmal Kamel. Und wir nehmen nochmal ein Level mit. Wir verkaufen die jetzt. Jetzt sind wir Level up. Und können dadurch... So. Und sind dadurch Shapeshifter, Blade Master, Demon und Hextech. Also ich glaube, wir sind sehr gut aufgestellt. Gut, keine Items mehr. Genau, dann können wir unseren Aatrox ein bisschen pushen. Wir werden ihn auf jeden Fall auch noch mal ein paar Items geben. Also auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, dass eben Attack Speed noch mal extrem cool wird und dann vielleicht noch Red Buff könnte geil werden. Ja, mal schauen. Okay, der springt über seinen Schwanz. Gut, wenn es ihm gefällt. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben eigentlich nicht sehr viel hier. Wir werden mal auf die andere Seite zurückgehen. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine Nidalee. Genau, die Y kann halt stunnen, also ihr Ulti, ihr ganz normales Ulti. Ups. Ja, wird auf jeden Fall auch interessant. Genau, das ist eben das, ja. Und das sollte er auf jeden Fall nicht nochmal machen. Winning Streak hat er 4. Wir haben jetzt, glaube ich, auch 4. Ach, nee, das war er oder war das ich? Ich weiß es nicht. Ja, der hat noch viele Items. So, hier ist nochmal die beiden. Hier wird auch nochmal angezeigt, dass der jetzt... okay, im Chat wird es nicht mehr angezeigt, sondern jetzt hier drüben. Was auch sehr interessant ist. Brawler. Das ist gar nicht schlecht, dass die jetzt auch Brawler ist. So. Okay, sie versucht jetzt, die versucht jetzt die Meta zu nehmen und quasi wieder mit Bogenschützen und ja, vorne eben Ritter oder eben Bewahrer zu machen. Okay, also Overtime. Jetzt checke ich, dass das jetzt alles vorgespult wird. Ach so, interessant. So. Jinx ist auch dabei. Die ist aber auch sehr früh weg, ist ja klar. Ist ein neuer Charakter. Ich hole mir wahrscheinlich... Was soll ich mir denn... Ich glaube, der Nah. Wieso habe ich den Nah nicht bekommen? Dann hole ich mir halt ihn. Wieso habe ich den Nah nicht bekommen? So ein Schmarrn. So, jetzt habe ich auf jeden Fall Level 2. Dann mache ich den Shapeshifter wieder weg. Oder ich gehe Level up.
Da kann ich noch nicht. Okay, nee, ich lasse es noch. Ich lasse den Shapeshifter noch, weil Hextech habe ich mit ihr nur zwei. Und... drei, meine ich. Ich glaube, da ist noch der Shapeshifter-Buff besser. So. Gut, wir werden jetzt nicht sparen, sondern versuchen auf Level abzugehen und dann sie reinzutun und dann fangen wir an zu sparen. So, warte. Gut. Hui. Gut, das ist jetzt der letzte. Der hat auch ziemlich gespart. Das wird mir halt auch nochmal mein Shapeshifter, aber hier mit Elise und Aatrox haben wir halt noch einen Demon Buff, deswegen lasse ich das mal. Ui, boing, 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 boing. So, wir sind Level 7. Wir können anfangen zu sparen. So. Gut. Jetzt können wir sparen. Wir sind auf jeden Fall schon jetzt ein paar Level 7 hochgegangen. Wir brauchen auf jeden Fall auch jetzt einen Brawler. Also einen Schläger. Damit die Y nicht so wenig Leben hat. Gut. Das ist auch ein cooles Item. Phantom Dancer. Ist immer stark. Hier ist Blade Master, super. Und hier ist der Brawler. Aber das lasse ich noch. Ich glaube, ich gebe ihm das Item. Dann greift er ein bisschen schneller an. Und ja. Und ich glaube, das ist ganz gut. Ja, der Knock-up von Cho war sehr gut. Der war super. Der war gut. So, nochmal. So, mal schauen, was er macht. Das Gute bei... Okay, er geht jetzt... er hat auch Blade Master. Und er hat ja jetzt auch die Jinx. Die ist auch nochmal Hextech. Und ganz normal. Ist ja klar. Gut, ich gehe gegen Phoenix. Okay, er hat meine beiden disarmed. Aber ich glaube, ich kann trotzdem gewinnen. Vor allem meiner ist stärker als seiner, das ist auf jeden Fall. Und ich habe noch einen. Vor allen Dingen, also ich gehe mal hier ein bisschen auseinander, weil die können, also soweit ich es verstanden habe,
Wenn die beieinander stehen, können die Hextech die, ups, Entschuldigung, die beide treffen. Und wenn nicht, dann nicht. Deswegen werde ich mal hier Stellen auf, so. Probieren wir mal das so. Jetzt brauche ich noch mal einen Hextech-Gegner, damit ich ja schauen kann, ob das wirklich so ist. Das. Ja, aber hier, genau, hier hat sie jetzt kein Problem damit. Mehr. Okay, Jinx ist richtig geil. Jinx ist richtig. Attack Speed, 100%. Das ist krass. Okay, alles klar. Alright then. Gut, ich bin als fast letzter dran. Wir haben jetzt das Item. Wir könnten uns den Belt holen oder Rüstung. Dann holen wir uns den Gürtel. So. Okay, gegen Jinx müssen wir mal schauen, was wir da machen. Vielleicht schaffen wir es auch ein bisschen. Hier ist noch ein Klingenmeister. Wir können versuchen. Erstmal den da nochmal. Aber, also ja, wir müssen jetzt wirklich sparen. Wir müssen jetzt wirklich sparen. Wir haben halt immer noch Nidalee Level 1. Das ist halt ein bisschen arg blöd. Kopf war sehr gut von ihm. Shapeshifter 60% mehr Leben. Okay, den haben wir jetzt rausgeschmissen. Ich glaube, die Nidalee tut jetzt raus. Weil nämlich, also dann haben wir halt keinen Shapeshifter mehr. Aber, ja, Cho ist einfach nur krass gut. Und Level 1 Nidalee ist schlechter als Level 1 Cho. Na, Ulti bitte noch da. Der hat gecornert. Okay, und ja. Okay, mit ihr hätte ich jetzt viermal Hextech. Da muss ich mal schauen, vielleicht lohnt sich das. Also vor allen Dingen lohnt sich das sie reinzuhauen. Die Jinx reinzuhauen. Blade Master mit ihm haben wir jetzt 5 insgesamt. Damit kann man schon einiges machen. Ich gebe ihm das. Und
das da gebe ich ihm. Hier ist noch ein... hier ist noch ein... Shapeshift... ich meine, Blade Master. Ja, das Ulti von ihm war jetzt nicht ganz so gut, aber den machen wir jetzt auch ziemlich Damage. Ja, das ist schon mal gut. Hier ist noch ein Shapeshifter. Hier ist ein Brawler. Aber wir sparen noch. Ein Level nehmen wir mit, beziehungsweise XP nehmen wir mit. Ja, er ist sehr gefährlich mit ihr. Er hat jetzt 1, 2, 3, 4 Blade Master, Ritter und ganz lang. Den vernichten wir auch ziemlich, aber es ist ein Deeper. Aber das ist auch wurscht. So. Also warte, Blade Master haben wir jetzt 3 drauf. 4, 5. 5. Hier wäre das 6. Jetzt nochmal er. Hey Jinx. Ja, Jinx ist schon ein bisschen badass. Wir verkaufen ihn. Weil Blade Master werde ich wahrscheinlich nicht, nicht auf 6 bekommen. So, den vernichten wir jetzt auch ziemlich. Okay, hier ist ein Jinx. Da ist ein Jinx. Hier ist sie nicht. Okay. So wie ich es gerade gesehen habe, gibt es nur einmal Jinx, ne? Uhu. Okay, ich bin ganz oben. Das heißt, also Zauberer werde ich nicht gehen. Das bringt ja nichts für mich. Ich könnte auch auf ihn gehen. Ah, der wird jetzt genommen. Dann hole ich mir den Bogen. So. Gut. Und 2x XP. So, wir könnten ihn dann nochmal Level 9. Shoot. Der hat jetzt 2 Level mehr als ich. Und gegen den kann ich jetzt, oder? 2. Okay, mal schauen, ob ich an die Jinx rankomme. Nein, natürlich nicht. Oh, der zermalmt mich. Okay. Da muss ich jetzt schauen, was ich da mache. Ich muss sie rausholen. Aber wie? But how? Hier ist noch ein Shapeshifter, ein guter Shapeshifter. Dann hau ich sie raus. Tu ihn rein.
Dann habe ich hier nochmal Shapeshifter. Hm. Ja, hier ist auch ein Shapeshifter. Hm. Und hier ist noch der die wichtigste Karten. Gut, den zermalen wir hier ziemlich. Jetzt haben wir Level 2 Cho, das ist schon mal sehr stark. Und dann haben wir jetzt 3. Ja, gegen ihn. Ja, gehen wir mal so. So. Also sie werden wir jetzt nicht mehr hochbekommen. Die beiden sind eine gute Möglichkeit und Chings muss ich mal schauen, ob ich sie bekomme. Nee, macht das euer Item nicht kaputt, das brauche ich. Das ist auch gut. Das ist gut. Das bekommt die Wii. So. Ich stelle mich mal ein bisschen um hier. So. So und so. Ja. Ja, 2 Chinks hat. Ja, das war scheiße. Okay, das Ulti war sehr gut vom Show, aber das wird nicht mehr helfen. Okay, ich stelle mich dann mal um. Also auf jeden Fall die falsche Entscheidung gerade, mich so hinzustellen. So. Okay, er stellt sich jetzt auf. Okay, das war's. Da verlieren wir jetzt. Gut, also Hextech ist gerade noch, würde ich sagen, sehr stark. Aber mal schauen, wie es da weitergeht. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.